Liro, heute mal, warum sieht das so klein aus, ne? Und so dunkel? Ich habe meinen Touchscreen-Monitor mal auf Hochkant gestellt, habe ich mal ausprobiert, ob das so geht. Und ich würde sagen, geht. Ne? Dann habe ich mal das Ubuntu Phone mit dem entsprechenden Emulator mal wieder getestet. Gab es eine schöne Seite mit einem Web-Update. Beim Ausprobieren habe ich festgestellt, der Google Chrome Browser auf dem Touchscreen ist ja, bewegbar mit den Händen. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine, die komische Bewegung, die man sonst auch so gewohnt ist. Ne? So, seht ihr, was ich meine? Das ist interessant. Also, wie gesagt, dann habe ich diesen Phone-Emulator mal wieder getestet. Den hatte ich vor einiger Zeit schon mal so gezeigt. Ne? Also, wie gesagt, hier auf dem Touchscreen. Klar, wunderbar. Und jetzt suche ich mal wieder die Seite. Install Ubuntu Touch in Ubuntu 14.04. Ja, also ich bin unter Ubuntu 14.04 und habe dieser Anleitung mal wieder so ein bisschen gefolgt. Jetzt könnte ich da oben mal wieder runterwischen. Jawohl. Aber schon. Ubuntu Emulator ran. Ubuntu Touch. Enter. Das Ubuntu Phone simuliert bei mir hier auf dem Bildschirm, falls ihr da mal ein Passwort braucht. Nutzername ist Fablet und Passwort ist 4x D0 und dort sollte es gehen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier so ein bisschen das Spiel unter Ubuntu 14 und 4x hochkant. Ja, dachte ich mir, wäre vielleicht mal ganz interessant für euch. Geht wunderbar. Insbesondere schön sind die Terminalmeldungen mal komplett zu sehen. Ja. Na, ihr seht, was ich meine. Ne? Man sieht das komplette Terminal mal. Das ist doch ganz nett. Ganz interessant, mal hochkant den Bildschirm. Ne? Geht hier mit dem Bildschirm, den ich habe. Und das entsprechende Phablet sollte sich demnächst auch mal aktualisieren. Also hier das mit den Icons funktioniert. Und da, ja, hurra. Na, deshalb muss ich jetzt so viel Blödsinn reden. Geht auch. Ne? Geht auch. Das Ubuntu Phone simuliert. Wichtig ist, wie gesagt, die Paketquellen des Phablet Teams zu nehmen, weil sonst hat man nämlich eine schleichend langsame AMD, nein, nicht AMD, ARM-Prozessor-Version am Laufen. Nee, die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut. Enter Passphrase ist 4x D0, die muss ich hier erst auf 1, 2, 3. Ja. Ja, damit hier die Zahlen kommen. Und dann 0, 0, 0, 0. Das passt mir. Hier mal die 0 und Enter. Und dann sehen wir das Ubuntu auf dem Desktop. Ich drehe jetzt mal die Kamera vorsichtig. Nicht, dass er hier schön windig wird. Ich drehe es mal ganz vorsichtig. Also, wie gesagt, so sieht das dann aus. Man kann natürlich das Ding jetzt auch hoch und runter rollen. Kann das auch benutzen, hoffentlich. Also geht jetzt natürlich in der Simulation ein bisschen langsamer als im wirklichen Leben. Und wenn ich da schon mal auf dem Browser irgendwann mal war, dann sehe ich natürlich meinen Verlauf, könnte mir den anschauen oder so ähnliche Sachen machen. Google kommt und auch dort, ich weiß nicht, ist das Ding zoombar. Ja, zoombar, wenn ich so mache. Also diese Tablet-Verkehrslage, da war ich. Ah ja, gut. Google will einen Account von mir, ne? Habe ich nicht. Will ich nicht. Zumindest will ich den hier nicht öffentlich eingeben. Verlauf teilen. Jetzt müsste ich eigentlich da wieder drauf können, um wieder drauf zu kommen. Das ist manchmal so ein bisschen tricky hier unter der Version. Von oben nach unten wischen geht. Es ist die Uhrzeit. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen warten. Ne? Also wie gesagt, ich bin hier unter dem AMD-Fan. Trotzdem, die Simulation läuft trotzdem ein bisschen langsam, aber schneller als im ARM-Modus. Schneller Modus. Ich bin so schon still. Ladezustand. So, und da sind wir wieder daheim. Da ging noch nichts. Jetzt ging das wieder. So, und hier sind wir dann auf den Dingen hier. Den Scopes Ubuntu Store müsste man einen Ubuntu-Account haben, ja, einen Ubuntu-Account, damit man sich da einloggen kann, einen Ubuntu One-Account. Habe ich schon mal gemacht auf einem anderen PC. Das geht. So,
our favorite games alle. Meinetwegen, jetzt gucken wir mal, meistgesucht, also WhatsApp haben wir nicht, dann braucht man gar nicht nachsuchen, gibt's nicht. Zum Zeitpunkt dieses Videos nicht. Games wollen sie alle sehen. Was gibt's für Spiele? Nur Blödsinn. Ne? Im Moment gibt's hier nur Schrottelspielchen. Soldiers habe ich schon mal gezeigt, funktioniert. Alle Anzeigen sehen wir dann hier nicht. Und irgendwie kann man auch das Display dann so rüberwischen, dass das so, ja, aussieht wie mehrere Dinger. Funktioniert jetzt bei mir manchmal nicht. Was für mehrere Dinger? Ja, dass die Fenster sich so überlappen. Hier in der Simulation manchmal noch ziemlich langsam buggy. Aber es tut. Ne? Wie gesagt, hier auf dem Hochgang gedrehten Display kann man so ein bisschen simulieren. Ich habe jetzt noch keine Funktion gefunden, das Phone zu maximieren. Und da habe ich erst gedacht, dann mache ich das mal ganz groß. War aber irgendwie nicht so ganz. Also hier, wie gesagt, alles noch so ein bisschen buggy und es dauert alles ein bisschen. Gut, sollte hier für den ersten Eindruck reichen. Ich drehe schon mal wieder auf den Kopf. Ja, drehe mal. Also, wie gesagt, unter Web Update mal gucken. Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Ubuntu Phone, falls ihr Bedarf habt, mal simulieren. Ansonsten unter Ubuntu 14.04 einfach mal zum Beispiel den Google Chrome Browser testen, bei Web Updates zu gucken.